Hallo, liebe Mädchen und Jungen. Hallo, liebe Kinder. Wir sind wieder da. Wieder live mit einem neuen Gottesdienst. In der Adventszeit hatten wir ja die Gottesdienste vom vorigen Jahr oder vielmehr von vor 2 Jahren eingestellt. Und jetzt sind wir wieder mit neuen Gottesdiensten für euch da. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten, bevor der Advent gestartet ist, von Samuel gehört. Der Mann, der bei dem Priester Eli aufwuchs und der dann auf einmal Gottes Stimme gehört hat. Und dieser Samuel, der wurde zu einem Propheten, also zu einem Menschen, der mit Gott reden konnte und ja, der auch anderen Menschen erklärt hat, was Gott vorhatte. Also er konnte dadurch uns Menschen zeigen, was Gott wollte. Und in der heutigen Geschichte wollte Gott etwas ganz Besonderes. Da geht es nämlich um einen neuen König für Israel, den ersten König, den Israel überhaupt hatte. Und damit ist auch die Verbindung zu Weihnachten hergestellt. Jesus ist ja auch ein König, aber davon später mehr. Wir wollen jetzt ein Lied miteinander singen, das vielleicht einige von euch kennen. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Das ist der erste Teil. Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das ist der zweite Teil. Und der dritte Teil ist Halleluja, also preist den Herrn. Wir singen es euch mal vor und dann wollen wir mal schauen, vielleicht könnt ihr dann schon mit einsteigen. Das ist gar nicht schwer. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen. Die Geschichte hören. Zu der Zeit, als Samuel Priester in Rama war, lebte im Stamm Benjamin ein reicher Mann. Er hieß Kisch und hatte einen Sohn namens Saul. Saul sah gut aus, er war groß und stattlich. Einmal liefen Kisch ein paar Esel weg. Er sagte zu Saul: Nimm einen Knecht mit und suche die Tiere. Saul und der Knecht durchstreiften die ganze Gegend.
Sie fanden die Esel nicht. Wir kehren wieder um, sagte Saul zum Knecht. Sonst macht sich der Vater mehr Sorgen um mich als um die Esel. Der Knecht aber antwortete, warte noch, in jener Stadt dort lebt der Gottesmann Samuel. Der kann sagen, wo sich Verlorenes befindet und was in Zukunft eintrifft. Vielleicht kann er auch uns helfen. Aber was sollen wir ihm mitbringen, wenn wir ihn um einen Rat bitten? Fragte Saul. Unser Brot haben wir gegessen, sonst habe ich nichts mitgenommen. Ich habe ein wenig Geld bei mir, antwortete der Knecht. Das können wir ihm geben. Zur gleichen Zeit aber sprach Gott zu Samuel. Heute schicke ich einen Mann zu dir. Den sollst du mit heiligem Öl salben, denn ich will, dass er einmal König wird über das Volk Israel. Er soll das Land von den Philistern befreien. Saul und der Knecht gingen hinauf zur Stadt, die auf einer Anhöhe lag. Ein paar Mädchen kamen ihnen entgegen. Sie trugen Krüge, denn sie wollten an der Quelle Wasser holen. Die beiden Männer fragten die Mädchen, ist der Gottesmann Samuel in der Stadt? Gewiss, antworteten die Mädchen, das Volk feiert heute auf einem Hügel vor der Stadt ein Opferfest. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr ihn noch vor dem Beginn des Festes treffen. Samuel wollte gerade die Stadt verlassen, um auf dem Hügel zum Opferfest zu gehen. Da kamen ihm Saul und sein Knecht entgegen. Kannst du mir sagen, wo der Gottesmann Samuel wohnt? Fragte ihn Saul. Ich bin es selbst, antwortete Samuel und sah Saul lange an. Kommt mit mir zum Opferfest. Ihr seid heute meine Gäste. Um die Esel braucht ihr euch übrigens nicht mehr zu kümmern. Die sind schon wieder zu Hause. Nach dem Opfer setzten sich die geladenen Gäste an die Tafel in der Halle des Heiligtums. Saul und sein Knecht bekamen die Ehrenplätze. Nach dem Essen nahm Samuel Saul und den Knecht mit in sein Haus in der Stadt. Sie schliefen auf dem flachen Dach des Hauses. Am anderen Morgen begleitete Samuel Saul und seinen Knecht bis vor die Stadt. Als sie an die Stadtgrenze kamen, sagte Samuel zu Saul, »Schicke deinen Knecht voraus, ich habe einen Auftrag Gottes für dich.« Der Knecht ging weiter. Da holte Samuel ein Gefäß hervor. Es war mit Öl gefüllt. Samuel goss Saul das Öl über den Kopf und sagte, »Gott salbt dich zum Anführer seines Volkes Israel. Du wirst König sein und das Volk von seinen Feinden befreien.« Von da an war Saul ein neuer Mensch, denn Gottes Geist war in ihm. Aber er erzählte niemand, was Samuel zu ihm gesagt hatte. Kurze Zeit später drangen Feinde ins Land. Da dachte Saul an die Worte Samuels und machte sich zum Anführer der Israeliten. Er besiegte die Feinde und verjagte sie. Da riefen die Israeliten, Saul hat uns gerettet, Saul soll unser König sein. Von da an war Saul König von Israel. Ihr Lieben, das ist schon eine seltsame Geschichte, oder? Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich am Anfang gesagt habe, dass ein Prophet ein Mensch ist, der mit Gott reden kann und dann auch uns das sagen kann, was Gott möchte und will. Hier sucht ein Mann seine Esel und schickt seinen Sohn und dessen Knecht, Diener,
hinaus und nach den Tieren zu suchen. Sie fanden sie aber nicht. Und ja, dann hat Saul sich an den Samuel erinnert, von dem wir ja vor dem Advent schon gehört hatten. Samuel ist mittlerweile Priester und eben auch Prophet. Und die beiden gehen nach Jerusalem und erfahren von den beiden Mädchen, dass ja, Samuel noch in der Stadt ist und zum Opferfest gehen wolle. Die Israeliten feierten in diesen Zeiten oft Opferfeste. Aber davon werden wir wahrscheinlich noch in späteren Geschichten hören. Sie begegnen Saul und Saul lädt sie zum Opferfest ein. Sie sind die Ehrengäste, weil Saul ja, wie wir gehört haben, von Gott gesagt bekommen hat, dass Saul der nächste oder der erste König Israels werden soll. Ja, darum sind sie Ehrengäste. Und sie übernachten schließlich bei Samuel. Und bevor sie am nächsten Morgen die Stadt verlassen, salbt Samuel Saul zum Anführer, indem er ihm Öl über den Kopf gießt. Das war damals das Zeichen von hohem Ansehen. Und ja, wir hören dann auch, dass Saul, genau wie Gott es vorhergesagt hat, die Feinde Israels besiegt und das Volk daraufhin Saul zum König haben möchte. Ja, so ist das damals oftmals gegangen. Wir werden später noch von einem anderen König hören, bei dem es ähnlich war. Und wir erinnern uns, dass wir noch vor gar nicht langer Zeit Weihnachten gefeiert haben. Da ist Jesus auf die Welt gekommen, als kleines Kind in einer Krippe. Und ja, das ist ein ganz anderer König. Ein König, der über alle anderen Könige regiert. Ein König, der zunächst zu den armen Leuten gekommen ist, zu den Hirten. Die Hirten waren die Ersten, die davon wussten. Und ja, Jesus ist, wenn wir es genau betrachten, auch unser König. Ein König, den wir zwar nicht anfassen können und den wir auch nicht sehen können, aber ein König, der für uns da ist, der für uns Zeit hat, der uns zuhört, ja, der uns auch, wenn wir ihn bitten, hilft. Und das ist schön, einen König zu haben, der vor allen Dingen für euch Kinder Zeit hat und der euch lieb hat. Und deswegen ist es gut, dass wir solche Geschichten hören, wie Könige früher in ihr Amt gekommen sind. Und dann können wir den Unterschied sehen, wie das bei Saul gegangen ist und wie es mit Jesus war. Der König, der zu den Armen und vor allen Dingen zu euch Kindern gekommen ist und der euch lieb hat. Amen. Wir singen jetzt ein Lied, das handelt von Jesus, unserem König. Das ist eigentlich gar nicht schwer. Jesus, mein König, ich neige mich vor mir. Neigen ist ein altes Wort für Verbeugen und Ehrerbietung.
Lobpreis, also loben und preisen, Anbetung sei dir, o Herr. Und dann geht es weiter mit Halleluja. Das versuchen wir jetzt einmal zusammen zu singen. Das ist auch ein neues Lied, aber ich denke, es ist nicht schwer zu lernen. Jesus, mein König, ich neige mich vor dir, Lob und Preis und Anbetung sei dir, o Herr. Halleluja, 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 Halleluja. Jesus, mein König, ich neige mich vor dir, Lob preist und Anbetung sei dir, o Herr. Halleluja, 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 Halleluja. Jetzt wollen wir miteinander beten. Jetzt sind meine Augen und meine inneren Augen bereit. Jetzt sind meine Ohren und meine inneren Ohren bereit. Jetzt ist mein Mund bereit, dass ich zu dir sprechen kann. Jetzt sind meine Hände bereit, dass ich sie anderen reiche. Und jetzt ist mein Herz bereit für dich, Jesus, mein guter Freund. Wir machen unsere Augen zu und beten. Herr Jesus, wir haben von Saul gehört, der zum König von Israel wurde, dass Samuel das von Gott gehört hat. Und wir wissen, dass du, Jesus, unser König bist, auch der König für uns Kinder, der König, der zu den Armen gekommen ist, und der König, der für uns immer Zeit hat. Wir bitten dich, sei bei uns, jetzt auch am Anfang des Jahres. Wir bitten dich, hilf uns, wenn es uns mal schlecht geht. Hilf uns, dass wir gut mit unseren Freunden und unseren Mitmenschen auskommen. Sei du bei uns, wenn wir abends einschlafen, dass wir uns an dich kuscheln können, und sei auch bei uns, wenn wir morgens aufwachen. Danke, Jesus, dass du immer Zeit für uns hast. Und jetzt wollen wir miteinander beten, wie Jesus uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Die Bewegungen könnt ihr wieder mitmachen. Er sei über uns, wie die Sonne und der Mond. Sei hinter uns, dass wir keine Angst haben müssen. Sei rechts und links neben uns, dass wir spüren, dass du da bist. Sei vor uns, dass wir den richtigen Weg finden. Und sei unter uns, dass wir nicht über Steine stolpern. So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.